Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten. Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern Anna Peinelt und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und wir haben heute ein Thema, fremd verliebt. Gibt es das und wie finde ich da wieder hinaus, heißt die Zuschrift. Fremd verliebt. Was machen wir da? Ja. Kriegen wir häufig, ne? Oder? Tricky. Ja, das scheinen viele zu beschäftigen. Das ist ja auch so schon ein Ding. Ja, ja. Haben wir auch schon ein paar Mal in anderer Form besprochen. Aber so noch nicht. Es hat noch ein paar andere Facetten. Und ich würde sagen, ich lese die Zuschrift von Annika einfach mal vor. Hallo Anna und Christian. Unglaublich großes Dankeschön an euch beide. Euer Podcast spiegelt oft meine Gefühle wieder und regt zum Reflektieren an. Ich bin 29 Jahre alt und seit 9 Jahren mit meinem Partner zusammen. Allgemein führen wir eine harmonische Beziehung und teilen einige Interessen. Vor 5 Jahren habe ich meinen Studienfreund kennengelernt und irgendwann gemerkt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Auch seit unserem Studienende schreiben wir fast wöchentlich und sehen uns alle paar Monate bei Veranstaltungen. Während unserem Studium haben mich andere aus dem Freundeskreis darauf angesprochen, dass sie glauben, er möge mich mehr. Bisher blieben unsere Gefühle einander jedoch unausgesprochen. Er weiß, dass ich einen Partner habe. Ich habe auch das Gefühl, er empfindet etwas für mich. Wenn ich mich selbst befriedige, denke ich an ihn. Immer wieder habe ich versucht, den Kontakt zu reduzieren, bis abzubrechen, vermisse ihn dann aber wieder. In mir herrschen viele Konfliktsituationen. Ich bin von starken Schuldgefühlen geplagt, weil ich meinen Partner emotional betrüge. Ich schätze seine Stärken sehr und möchte für uns beide nicht, dass ich andauernd innerlich an unserer Beziehung zweifle. Gleichzeitig habe ich Angst, ich könnte nach einer Trennung glücklicher sein und kann nicht aufhören, mich nach meinem Kommilitonen teils gar zu sehnen. Ich möchte diese Situation nicht mehr, weil sie für die beiden nicht fair sowie für mich häufig energieraubend ist. Mir fällt es aber so schwer, eine Entscheidung zu treffen, da ich das Warum nicht verstehe. Ich möchte meinen Partner nicht verletzen und mich dann in einer zukünftigen Beziehung in derselben Situation wiederfinden. Ich möchte herausfinden, ob es an unserer Beziehung oder an mir selbst liegt, sowie ob ich mich tatsächlich mehr zu meinem Kommilitonen hingezogen fühle oder er eher eine Art Illusion ist, in die ich mich bei Beziehungsproblemen flüchte. Zum Hintergrund, mein Partner ist sehr fürsorglich, kann aber auch dominant und unter Alkoholeinfluss stark beleidigend sein. Daran haben wir aber bereits gearbeitet und das hat sich gebessert. Außerdem haben wir seit einigen Jahren wenig, von mir ausgehend Sex, und ich muss bei ca. 70% der Fälle währenddessen weinen. Es kommt ganz plötzlich und ich werde von tiefer Traurigkeit überwältigt. Vielleicht habt ihr neben meiner eigentlichen Frage zu dem Thema Weinen beim Sex auch Erfahrungen und Tipps. Gibt es eurer Meinung nach so etwas wie Fremdverliebtsein? Was haltet ihr oft für die wahre Ursache davon, beziehungsweise wie finde ich diese bei mir heraus? Wie gehe ich damit um und finde den besten Weg aus dieser Situation? Vielen Dank euch, Anna und Christian. Liebe Grüße, Annika. Ja, da ist eine Menge drin. Also das mit dem Weinen beim Sex ist mir natürlich sehr nahe gegangen. Es gibt Frauen, die weinen beim Sex, weil sie sich so gut fühlen. Das ist in Ordnung. Ja. Das kann Männer irritieren, wenn die das nicht verstehen, was das heißt. Aber das scheint hier anders zu sein. Sie scheint zu weinen, weil es ihr nicht gut geht, weil die Sexualität einfach sich für sie nicht stimmig mehr anfühlt. Und sie ist seit 5 Jahren immerhin mit den Gedanken an den anderen Mann beschäftigt. Ja. Also fremdverliebt ist normal, gibt es pausenlos, unablässig, aber es hat immer den gleichen Hintergrund. Es bedeutet, in meiner Beziehung stimmt etwas nicht. Ja, das würde ich so sagen und das sieht man ja auch an der Sexualität. Also in der Beziehung von Annika stimmt etwas Grundlegendes nicht und da müssten wir jetzt gucken, was kann sie tun? Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Ich fange mal von oben an. Ich habe mir einige Sachen markiert. Das Erste, was ich sehe, relativ oben ist, dass die Absicht, die ich hier eher gesagt nicht erkenne, mit ihrem Freund in erfüllter Beziehung sein, nicht zu sein, nicht so stark sein kann. Denn sie lässt, wie du schon gesagt hast, seit 5 Jahren die Tür auf.
Ja, sie ist nicht festgelegt auf ihren Freund und sagt, das ist er, mit dem will ich Beziehungen führen und dafür tue ich auch alles, sondern die Tür ist sehr, sehr weit offen. Da ist ein anderer Mann, das ist ja eine offene Beziehung, könnte man schon fast sagen, ja, mit dem lebt sie Sexualität zwar mit sich selbst aus, aber ja, also da ist ja einfach, mit dem trifft sie sich, mit dem schreibt sie. Mit dem, weil sie fragt ja auch, was ist die Frage nach dem Warum, fühlt sie sich offensichtlich näher, denn mit dem einen Mann, da sind einige Verletzungen passiert, gehe ich mal stark von aus, wenn da Beleidigung und Dominanz irgendwie ausgelebt wird, das fühlt sich natürlich nicht gut an für sie und sie, ja, teilt quasi alles, was sie so beschäftigt, dann mit diesem Kommiliton. Und was ich ja auch schon mal erwähnt habe, ist, wenn wir uns die anschauen, wie funktionieren die Gehirne von Männern und Frauen, die sind unterschiedlich vernetzt in der Art, wie sie arbeiten. Und was beim weiblichen Gehirn passiert oder auch im Hormonhaushalt, eine Frau, wenn sie mit einem Mann spricht, stellt Nähe her. Und da kommt auch Oxytocin mit ins Spiel, dass eine Frau, die mit einem Mann spricht, reagiert anders auf dieses Gespräch als ein Mann, der mit einer Frau spricht. Das heißt, sie sucht diese Nähe und da wird dann auch Vertrautheit aufgebaut und das ist eine starke Bindung, die sich da schon eingestellt hat. Und die füttert sie auch, anstatt, hatten wir vor 2 Folgen auch schon, anstatt das mit ihrem Partner irgendwie hinzukommen und hier zu schauen, wie kommen wir uns wieder näher, lagert sie das hier eben auf den anderen Mann aus und hier ist sozusagen der Sex besser mit dem anderen Mann und auch die Kommunikation besser. Ja, was kann man ihr jetzt mitgeben, dass sie sich entscheiden muss? Denn so ist sie ja offensichtlich gar nicht glücklich. Weder wenn sie jetzt keine Entscheidung trifft, sie vermutet aber auch, dass wenn sie eine trifft, sie nicht glücklich ist. Aber wenn sie sich nicht entscheidet, dann geht es ja einfach so weiter. Und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Also muss sie herausfinden, was ist meine stärkste Absicht? Ja, wie möchte ich denn leben? Also möchte ich mit diesem Mann, ist das eigentlich, mit dem ich zusammen bin? War das schon mal mein absoluter Traummann? Und das hat auch Potenzial, das wieder zu werden? Oder ist das jetzt hier mittlerweile so eine Besser-als-Nichts-Geschichte? Ja, und dann müssen wir auch herausfinden, was ist dann sozusagen die verdeckte Absicht? Also warum, wozu hat sie sich diese Situation kreiert? Und dann muss diese Absicht, mit der gearbeitet werden, aufgelöst werden. Das ist nämlich das auch, was ihr Warum beantworten könnte. Also diese Frage, wozu mir so eine Situation erschaffen und diese Situation ja auch füttern. Also nicht dann zu sagen, oh je, hier habe ich Gefühle für jemand anderen, also breche ich den Kontakt mal ab und schaue mit meinem Partner, was kann ich tun, sondern das wird ja regelrecht befeuert. Ja. Und was ist also der Gewinn hinter dieser ganzen Situation oder was kann ich dadurch vermeiden oder muss es nicht tun, indem ich in dieser Situation bleibe? Und hier fallen mir von außen betrachtet schon einiges ein, aber da kann sie natürlich selber erstmal für sich fragen. Und dann zum Sex. Das ist natürlich schlimm, Sex zu haben. Ja, wie du schon gesagt hast, genau, beim Sex können sich auch ganz viele Sachen lösen. Wenn eine Frau sich sehr hingibt, sehr offen ist, können da auch viele Emotionen gefühlt werden, die angestaut sind und freigelassen werden in Ekstase, die sich dann auch in Trauer nach außen hin ausdrückt. Aber sie scheint ja wirklich zu weinen und auch Trauer zu empfinden. Und das ist natürlich das Schlimmste, was sie tun kann, dann weiterhin Sex zu haben mit diesem Mann auf dieser Basis. Also das ist das Allererste, sollte sie die Beziehung mit ihrem Partner aufrechterhalten wollen und weiterführen, neben dem Schließen der Tür zum anderen, würde ich sagen, ihr müsst daran arbeiten, wie ihr Sex angeht und mal darüber sprechen, warum fühlt sie sich bei ihm nicht sicher? Was will sie denn? Ja, was braucht sie, um sich auch sexuell wohl zu fühlen, dass ihr ganzes System sich beruhigen kann? Denn gerade was sie missbraucht, sie sich selbst. Wenn es ihr offensichtlich so schlecht geht und dann immer wieder diese Erfahrung zu machen. Damit bestätigt sie sich selbst auch, ich bin hier, ich kann hier mich nicht wehren, ich bin dieser Situation ausgeliefert, ich tue etwas, was mein ganzes System sagt, nein, das ist überhaupt nicht gut, das schädigt das Vertrauen in sich selbst und in ihn. Und an all diesen Sachen kann man arbeiten, aber es braucht eben eine klare Absicht, wie immer, ja, diesen Willen, wir wollen das hinbekommen und es muss die Hintertür zum anderen zugemacht werden und natürlich braucht es dann auch eine kompetente Begleitung, denn das ist schon sehr verfahren, diese Sache. Mir sind rein sprachlich oder von der Anordnung der Zuschrift 2 Dinge aufgefallen. Das eine ist, dass die Geschichte mit dem Alkohol, den der Partner trinkt und dass er sie dann beleidigt, steht
extrem nahe, das sind zwei Zeilen drauf, erzählt sie von der Sexualität und dass sie weinen muss. Für mich bedeutet das etwas. Sie sagt nicht, ich bin in der Sexualität nicht mehr zugewandt, ich bin nicht mehr freudig, freue mich nicht auf Sexualität, weil er, aber es scheint so zu sein. Das ist ein Zusammenhang, vermutlich, zwischen diesen beiden Dingen. Und sprachlich fällt noch etwas auf. Wenn wir den zweiten Absatz nehmen, da sagt sie, wie alt sie ist und wie lange sie zusammen ist mit ihrem Partner. Und dann beschreibt sie die Beziehung. Und da sagt sie, allgemein führen wir eine harmonische Beziehung und teilen einige Interessen. Wenn ich das jetzt mir vorstelle, das steht in einem Zeugnis, das mir ein Arbeitgeber ausstellt, würde ich sagen, das klingt nach 4- bis 5+. Ja? Wir führen eine harmonische Beziehung, kann heißen, wir müssten eigentlich uns mehr auseinandersetzen, das tun wir aber nicht. Wir tun so, als sei alles gut. Wir teilen einige Interessen, ja, das teile ich mit jede Menge Menschen, mit denen teile ich deshalb trotzdem nicht das Bett und den Tisch. Das ist zu wenig, das ist sehr dürftig, das klingt nach, diese Beziehung ist sehr ausgehöhlt und da ist nicht viel da. Das muss ich sagen, so geht's für mich los, ne, wenn ich diese Zuschrift sehe. Ich bin also nicht sonderlich optimistisch, was Annikas Liebesleben angeht in dieser Beziehung. Ich teile im Übrigen deine Warnung vor dieser Hintertür. Wir glauben in unserer Kultur, dass es nicht so schlimm ist, zwei Menschen zu lieben oder mit einem zusammen zu sein und jemand anderen verliebt zu sein. Ach, das ist nicht so schlimm. Das glauben wir jetzt, wenn ich das richtig sehe, seit ungefähr 200 Jahren, seit die Romantik über uns gekommen ist. Ich bin ja auch Germanist und habe gerade wieder mal was dazu gelesen. Es ist wirklich grauenvoll. Alle diese Romantiker lebten so, dass sie mit einem verheiratet waren und jemand anderen liebten oder umgekehrt. Also wirklich schrecklich. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mal nachvollziehen, ja. diesen Gedanken. Weil das ist doch nicht, weil den einen kann ich gar nicht richtig haben, weil der ist ja offensichtlich dieses Heimliche, mit dem kann ich gar keine richtige Beziehung führen und mit dem, in dem ich in Beziehung bin, mit dem ist die Beziehung schlecht. Das ist doch nicht erstrebenswert. Also diesen romantische Gedanken sind für mich wenigstens irgendwie auch Vorteile, aber für mich überwiegen hier die Nachteile. Aber ich will das noch zuspitzen, die Nachteile. Ich will sie auch warnen. Nicht, dass ich das bei Annika kommen sehe, aber ich habe manchmal Klientinnen, die machen das so exzessiv, dass sie eines Tages kurz vor der Selbsteinweisung in die Psychiatrie stehen. Sie sind kurz vorm Kollaps, vorm Nervenzusammenbruch. Weil sie tatsächlich genau das Gleiche machen. Sie haben sich fremd verliebt und sie gehen nicht so damit um, dass sie jeden Kontakt beenden zu dem anderen, sondern haben immer wieder Kontakt. An irgendeinem Punkt ihres Lebens, es müssen nur zwei, drei Dinge sich verknoten und plötzlich geht es ihnen psychisch immer schlechter. Und sie denken nur noch an den anderen und sie denken nur noch, ich müsste mit dem anderen zusammen sein und dann kollabieren sie. Ich habe solche Fälle. Insofern hast du recht. Also diese romantische Idee, ja, ich muss unbedingt mich in der Liebe zwischen zwei Männern befinden oder zwischen zwei Frauen, die ist wirklich gefährlich. Ich habe das zu häufig, dass Menschen sich damit gefährden. Ich hatte auch mal einen Mann, der wirklich untreu geworden ist. Kurz drauf war er in der Psychiatrie. Es ging nicht mehr anders. Der war völlig haltlos geworden. Also diese Vorstellung, dass das harmlos ist, die teile ich nicht. Es kann harmlos sein und ist auch in Ordnung, aber es kann für sie absolut nach hinten losgehen. Also sie muss was tun. Sie muss dringend etwas tun. Sie muss ihr Liebesleben klären, ob dazu eine Paarberatung hilft. Da habe ich dann meine Zweifel. Aber sie selber könnte in Beratung gehen oder in Therapie. Sie muss was ändern. Sie kann sich mit diesem zweigleisig fahren. Sie kann sich konjunktiv in Gefahr begeben. Ja, in Gefahr, das ist ihr Leben aus dem Ruder läuft. Die Gefahr sehe ich, diese Möglichkeit sehe ich und das gönne ich wirklich niemanden, dass aufgrund so einer Sache, die unsere Kultur uns ja nahelegt, also alle Filme handeln davon, dass man eine Frau hat und dann, ne, die ganzen Filme, die davon handeln, dass man jemanden heiratet und parallel jemand anderen liebt, gibt es ja auch pausenlos. Das ist wirklich Kernbestandteil unserer Populärkultur, dass wir denken, das sei völlig normal und das ist halt so und das könne uns auch nicht gefährden, sonderlich. Ja. Doch, es kann gefährden. Sie muss was tun, dringend. Ja. Und ich kann immer nur wieder sagen, also wenn ich sowas sehe, und das denke ich, das kann sie selbst auch anerkennen, dieser Zustand ist keine erfüllte Beziehung. Das ist mit Sicherheit nicht das, was sie sich für ihr Leben gewünscht hat. Und jetzt müssen wir sagen, wenn wir eine erfüllte Beziehung wollen,
dann müssen wir die entweder mit dem Partner, den wir haben, weil wir den eben wollen, kreieren. Und dann natürlich kann schon, oder dann in diesem Fall würde ich dringend zu einer Beratung auch raten. Oder sie merkt halt, okay, mit diesem Mann will ich gar keine erfüllte Beziehung kreieren, will ich auch wirklich nicht, ist zu viel passiert, passt gar nicht zu mir, wir teilen eigentlich auch nur nicht mehr so viel Interessen, was auch immer. Und dann gilt es zu schauen, wer, mit wem kann ich mir die dann denn kreieren? Denn nur so funktioniert dann, da sind wir wieder bei der letzten Folge, ja, das sind die Bedingungen, die wir erfüllen müssen für eine erfüllte Beziehung. Wir brauchen jemanden, mit dem wir das eben auch haben wollen. Also diese Absicht, die muss auf jeden Fall vorhanden sein. Und da kann sie ja mal schauen, ist sie mit ihrem aktuellen Partner, hat sie diese Absicht, auch wenn es vielleicht schwer und steinig werden könnte, oder ist die Absicht für eine erfüllte Partnerschaft mit dem anderen wirklich da, dann würde es bedeuten, okay, mit dem ersten sauber Schluss machen und mit dem zweiten Karten offenlegen, gucken, was passiert. Oder zu sagen, erstmal Abstand und ich suche mir jemanden ganz unabhängig von dieser ganzen Konstellation, der wirklich dem entspricht, was ich leben möchte. Vielleicht noch ein kleiner Gedanke. Ich gucke natürlich auch immer aufs Alter und auf die Länge der Beziehung. Sie hat sich mit 20 Jahren an diesen Mann gebunden. Und sehr oft sind Beziehungen, die man mit 20 Jahren eingeht, nicht so sehr reif, wenn ich das jetzt mal vorsichtig ausdrücken soll. Und vor allen Dingen sind es oft Beziehungen, die Halt geben sollen. Die sollen dem Leben Halt und Struktur geben. Und so wirkt es ein bisschen auf mich, jedenfalls, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie damit versucht hat, ihr Leben zusammenzuhalten und sich abzulösen vom Elternhaus. Jetzt habe ich selber eine Beziehung. Aber die meisten Beziehungen, die in diesem Alter eingegangen werden, passen eben doch nur vorübergehend für ein paar Jahre. Und es wirkt auf mich so, als wenn sie das nun unbedingt und ja, also unbedingt über die Runden retten will. Vor 5 Jahren hat sie sich fremd verliebt. Da war die Entscheidung, will ich diese Beziehung wirklich und will ich was dafür tun oder gehe ich aus ihr raus? Und sie hat beides nicht getan. Sie ist beide Wege nicht gegangen und deshalb muss eine Entscheidung jetzt her in eine der beiden Richtungen oder in die dritte, die du auch genannt hast. Es kann sein, sie trennt sich und es gibt keine neue Beziehung und der Studienkollege hat gar kein Interesse an ihr, nicht wirklich. Aber ich habe den Eindruck, sie verschleppt diese Entscheidung und das sehe ich oft bei Menschen, die sich in jungen Jahren gebunden haben, dass sie diese Entscheidung zur Trennung so dermaßen verschleppen und im Nachhinein dann sagen, oh, hätte ich mich mal 3 Jahre früher getrennt und vielleicht ist es ein Vorteil von mir, weil ich das so oft habe, auch in der Beratung oft habe, aber mein Eindruck ist, sie muss etwas tun, sie muss einen Schritt tun, um die Dinge zu klären, also so auf keinen Fall weiter. Aber da sind wir uns ja schon wieder einig, Anna. Ja, schauen wir mal, ob wir uns nächste Folge auch so einig sind. Ja. Wir haben noch kein Thema, ne? Wir haben noch gar kein Thema. Oh ja, wir warten auf Zuschriften. Zuschriften bitte weiterhin an liebe@welt.de. Dann schauen wir mal, was für Zuschriften kommen. Und ich überlege nochmal, ob ich nochmal eine Überraschungsfrage für dich finde. Ja. Ich habe das vor, nochmal zu machen, aber es ist mir zwischenzeitlich wirklich keine gekommen. Und wir haben mal gucken, was die Berliner S-Bahn noch so hergibt. Die Berliner S-Bahn hatten wir mit der Überraschungsfrage. Ja, das war echt eine Geschichte. Schauen wir mal. Oder wir machen mal ein richtiges Format draus. Leute können Fragen stellen, so ein bisschen prekäre Fragen, die wir dann als Überraschungsfolge auswählen. Wäre auch eine Idee. Schauen wir mal. Was sind prekäre Fragen? Na, sowas wie, was hältst du von, was du mich vor einigen Folgen gefragt hattest? Das war der Blowjob, genau. Ja. Aber da geht es ja wirklich um, wie soll ich das sagen, die Verdinglichung von Sexualität zu einer Dienstleistung. Mhm. Oha. Aber das war ja nicht in der Frage enthalten. Also, okay. Also, ich würde sagen, wir beenden die Folge für heute und freuen uns auf nächsten Montag und verbleiben wie immer mit allem Lieben. Ja, genau. Bis dahin. Bis dann.